Da man mit dem Wohnmobil nicht so schnell ist wie mit einem PKW, lässt Pascal die Schlange hinter sich vorbei. So ein Wohnmobil ist eben nicht gebaut, um solche kurvenreichen Strecken zu fahren. Es ist aber trotzdem sehr angenehm, durch die Olivenhaine zu chauffieren. Die etwa über 100 Kilometer bis nach Pisa sind schnell geschafft. Letzte Station am Meer ist Pisa. Die Weltstadt mit ca. 100.000 Einwohnern hat nur einen Campingplatz. Man wird vom freundlichen Personal in Englisch empfangen, da die beiden kein Italienisch sprechen. Es herrscht freie Platzwahl. Die Sanitäranlagen sind gut in Schuss. Für die Jahreszeit ist er schon gut besucht. Man profitiert vom guten Wetter und richtet sich ein. Von hier aus kann man zu Fuß zum schiefen Turm laufen, denn er ist nur 1400 Meter entfernt. Vor der Stadtmauer sind fliegende Händler. Die Nigerianer versuchen den Touristen ihren billigen Ramsch anzudrehen. Das ist einfach nur nervig. Übrigens, die Filmkamera mögen diese Herren gar nicht. Pisas Piazza dei Miracoli, der Platz der Wunder, wurde 1987 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Die Piazza, die eigentlich eine große grüne Wiese ist, mit ihrem aus monumentalen Gebäudeensemble aus Carrara-Marmor, lässt sich am nördlichen Rand der Altstadt bewundern. Die alten Stadtmauern um Pisa wurden Anfang des 20. Jahrhunderts fast komplett zerstört, um eine Erweiterung der Stadt zu erleichtern. Hinter dem Baptisterium und dem Camposanto Monumentale befindet sich jedoch noch ein Originalteil der historischen Mauer, die man auch besichtigen kann. Das Baptisterium in Pisa ist die größte Taufkirche in der christlichen Geschichte. Es ist insgesamt 54 Meter hoch und hat einen Umfang von 107 Metern. Die heute sichtbaren Kopien der Büsten über den Arkaden stellen Propheten und Apostel dar, deren Originale von Giovanni Pisano erschaffen wurden. Auf der Spitze der Kirche steht eine 3 Meter hohe Bronzestatue von Johannes dem Täufer, die am Anfang des 15. Jahrhunderts dort befestigt wurde. Das Hauptportal ist von 2 mit Reliefs verzierten Säulen eingerahmt und gibt die Lebensgeschichte von Johannes dem Täufer wieder. Es ist das größte Baptisterium Italiens und ist sicherlich das internationalste der mittelalterlichen Gebäude in Pisa. Der Dom von Santa Maria Assunta in der Mitte der Piazza dei Miracoli ist die mittelalterliche Kathedrale von Pisa, absolutes Meisterwerk der romanischen Art. Baubeginn war um das Jahr 1063. Die Kathedrale wurde 1118 dem Papst Gelasio II. Gewidmet. Der gegenwärtige Aspekt des Gebäudes ist das Resultat des wiederholten Aufbaus. Zuerst gefolgt von verhängnisvollem Feuer von 1595. Die reichste externe Dekoration enthält farbige Marmore, Mosaiken und zahlreiche Bronzegegenstände. Die alten Bronzeportale sind schön. Die Tür von San Ranieri ist ein Meisterwerk der Metallurgie des Mittelalters, verziert mit Szenen des Neuen Testaments.
Fast wurde dieser kleine Brunnen übersehen. Er steht genau vor dem schiefen Turm. Der Brunnen der Engel ist in Barock gebaut von Flaminio Vacci. Der ganze Platz wird von einer Antiterroreinheit der Polizei überwacht. Das gibt natürlich kein echtes Sicherheitsgefühl. Es wurde besonders auf freistehendes Gepäck geachtet. Mit dem Bau des schiefen Turms wurde im Jahre 1173 begonnen und schon ein Jahr danach, als man gerade an den Bau der dritten Etage gehen wollte, begann er sich zu neigen. Das nur 3 Meter in die Tiefe gehende Fundament des Turms war nicht ausreichend für den lehmig-sandigen Untergrund. So wurden die Arbeiten zunächst mal eingestellt. 100 Jahre später, um 1275, wagte man sich dennoch an den Weiterbau, indem man versuchte, wenigstens die oberen Stockwerke wieder ins Lot zu setzen. 1350 war der Turm endlich fertig. Im Jahre 1372 dann auch die Glockenstube der obersten Etage. Aber in den folgenden Jahrhunderten neigte sich der Turm immer mehr, Jahr für Jahr, Zentimeter um Zentimeter. 1350 hatte die Neigung der Turmspitze gegenüber der vertikalen 1,40 Meter betragen. 1817 waren es dann schon 3,80 Meter und im Jahre 1995 erreichte der Turm schließlich seinen negativen Rekord. Die Neigung betrug etwa 5,40 Meter. Zeit, diesen Ort voll mit Touristen, an dem man sich eigentlich nicht wohlfühlt, zu verlassen. Die beiden lassen den Tag ruhig beim Wohnmobil ausklingen. Nach Portofino, Cinque Terre und Pisa, was im Endeffekt nur Touristennap ist, haben wir entschlossen, noch einen Abstecher zum Gardasee zu machen. Ligurien und die Toskana mit Pisa ist eine der beliebtesten Tourismusregionen Europas. Entsprechend viele Leute sind dort unterwegs. Gut, dass Reisemobilisten hier gern gesehene Gäste sind. Das Leben hier ist allerdings nicht zum Schnäppchenpreis zu haben. Am anderen Tag 352 Kilometer weiter bis zum Alpensee.